Ja, wir sind wieder da und sind bei dem nächsten Level Hydra. Ein Boss. Ja. Und dann machen wir den jetzt eben platt. Weißt du noch, wie das geht? Nee. Gab's irgendwas? Ich weiß jetzt nicht genau mehr. Autsch. Bestimmt muss ich doch. Da ist ein Herkules. Oh. Die Herkulesse erhöhen dein Leben. Dein Maximalleben. Ah. Vielleicht musst du nur überleben. Es werden ja so Drinks gedroppt, ne? Und der. Vielleicht schädigt er sich ja selber. Ich glaube, wenn der jetzt zuschlägt, also zubeißt, muss ich den. Da. Wow. Ey, das ist ja wohl ein Witz. Aus einem Kopf werden drei? Hydra, ja. Komm mal her, ey. Jetzt kommen daraus bestimmt noch wieder zwei, ja. Ganz geil. Ich stecke nicht mehr die Köpfe. Mal zu hier. Ich glaube, der wird aber nicht mehr. Nö, da kommt nur einer raus. Oh. Ach. Drinks. Boah, hat der viele Köpfe. Wird das maximal Leben höher? Ja, das ist, ja, ist jetzt auch irgendwie. Oder wird dran gesucht? Keine Ahnung. Beim ersten Mal habe ich ganz sicher gesehen, dass es länger wurde. Das ist ein Drink. Mit den Drinks ist es ja, glaube ich, gar kein Problem. Halt nur. Weißt du, das Spiel hat sich seit vorhin irgendwie leichter selbst eingestellt. Jetzt werden nur noch Drinks gedroppt. Das dritte Level gibt's eigentlich gar nicht, weißt du? Ja, irgendwie kommt mir auch nicht so schwer mehr vor. Oder die zweite Level ist wirklich die schwerste Level des ganzen Spiels. Ja, das Schlimme bei der zweiten, beim zweiten Level ist einfach nur die Übersicht, weißt du? Alter! Ich die nicht. Fick dich doch! Nimm noch ein Stromdings. Kannst du nicht. Musst du das mit dem Schwert abfahren? Ich würde schon sagen. Boah. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich muss den Knapper ausweichen. Mach den mal hin. Ich kann da vor rein, ey. Die nicht. Ich muss mal irgendeinen bestimmten Kopf abschneiden. Zack! Ich mache jetzt nur noch den mittleren, das ist einfach. Yes! Hydra-Grütze. Gut gemacht! Ausgezeichnet!
musst es zugeben, das war ziemlich heldenhaft. Hurra, mein Kleiner! Genau, jetzt hast du es allen gezeigt! Ich hole mal ganz schnell ein Taschentuch. Mal einer. Die Grotte der Medusa. Und? Gab's was Neues? Noch ein Endboss. Das Spiel gibt uns nicht mal mehr die Level, die schicken uns sofort zum Endboss. Ja? Das Spiel hat richtig keinen Bock mehr auf uns. Hey, das kann doch nicht sein. Was ist denn los? Ich schau dir in die Augen, Medusa. Ah. Ey, tatsächlich? Ohne Scheiß, gleich kommt noch ein Boss. Das sind alles nur Boss-Level irgendwie. Also ich würde ja eine... So eine Fahrt cool finden in diesen Kutschendingern. In so einem Streitwagen. Für den Rennen oder so. Ja, das Leben erhöht sich ja wirklich. Boah, das ist aber krass. Du musst jetzt jedes einzelne Ding kaputt machen und dann in den Spiegel nochmal reinballern. Jede Säule? Ja. Ach so. Okay. Wo ist denn der Spiegel immer? Auf der Säule ganz oben siehst du hier oben. Ne? Ach so. Ah. Ist aber auch nur so eine Geduldssache, oder? Oh mein Gott, das ist hart. Okay. Ist wohl doch Skill gefragt. Na gut, Albtraum. Boah, voll gemein. Ja gut, wenn man es weiß, dann geht's nur. Aber gerade habe ich mich zweimal erschrocken, ich kann nicht mehr. Ah nein, das ist fies. Kannst du dich da überhaupt gegen wehren? Hä? Kannst du dich da überhaupt gegen wehren? Gegen was? Gegen die Brocken von oben. Weiß ich nicht. Ich kann gar nicht so schnell, glaube ich, kann man gar nicht zuschlagen. Boah! Die Medusa ist aber schon üppig gebaut. Ja. Ich hab sie mir dünner vorgestellt, wie in God of War. Oh. Das ist der letzte. Willst du versuchen? Kann ich wohl. Das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn man's kann, wenn man weiß, was man machen muss. Oder? Muss man nicht einfach rennen? Klappt das nicht? Nee, du siehst ja, du verlierst die ganze Zeit Leben. Eigentlich ist es besser, an einer Stelle zu bleiben und einfach nur links und rechts abwehren. Du siehst, du musst von oben gucken, ne? Ich schau dir in die Augen, Medusa. Oh. Und den Shake, der ist gut. Wenn die Dinger kommen, die kannst du hören, ne? Weil sie wird immer, wenn sie parallel zu dir steht, wird sie dir von der Seite stehen, dann werden die perfekt über dir kommen, weißt du? Also die werden sich perfekt schneiden.
wenn du direkt vor dir stehst. Okay. Und ja, und dann hörst du die Dinger ja kommen, weißt du. So, Hälfte haben wir. Und tschüss. Schlaf gut, du Albtraum. Eigentlich verliert man nur deswegen hier, ne? Wegen den Dingern von oben. Ja. Überlebst du es ja mit voll viel Leben. Aber in der Serie ist die Medusa nicht so üppig. Nicht? Nee, ich meine nicht, ey. Hier gibt mehrere. Ich kann mich an die Serie echt kaum noch erinnern. Weißt du noch, wie Pegasus aussieht? Unser Trainer. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Und halt die Ich weiß nur noch, dass der Vater so ein dünner Opa ist. Zeus. Der menschliche Vater, ne? So. Ach so. Ja, dann hätten wir Level 4 oder so? 5? Weiß ich nicht, auf jeden Fall kommt jetzt noch ein Boss. Den spielst du. Nun zum Geschäft. Du verzichtest 24 Stunden lang auf deine Kraft, okay? Sagen wir die nächsten 24 Stunden. Und die kleine Melky ist frei wie ein Vogel. Wir tanzen, saufen und feiern, bis wir umfallen. Hey, man lebt nur einmal, was meinst du? Wer synchronisiert, also wen synchronisiert der auch noch? Die Stimme kenne ich nicht, aber irgendwo anders noch. Von Hades. Freunde, Titanen, wo wir heilen, ist euer Verlies. Du kennst auch bestimmt irgendwoher anders, ne? Ja, alle, die meisten deutschen Synchros kennt man irgendwoher. Buffy ist nämlich zum Beispiel auch ein American Pie. Jeder Schwarze hört sich an wie Dieben. Und King of Queens. Stimmt. Oder die Stimme von Morgan Freeman. Ja? Ja, die haben so. Also, Morgan Freeman ist so die Opa-Stimme. Ja. Überhaupt. Ja. Wie heißt eigentlich dieser Hund, der so drei Köpfe hat? Cerberus. Weiß ich aus Yu-Gi-Oh! Und aus Ruffy gerade hier One Piece. Ich bin gerade an so einer Stelle, wo der vorkommt. Dafür sind die ja relativ leicht und kurz. Ich bin nicht wieder. Du hast Rennen. Hast du ja schon gesagt. Nein, jetzt bin ich so shaking. Wenn du schwere Spiele haben willst, ne? Mhm. Spiel NES-Spiele.
Nee. So wie Chip und Chap, sowas, diese mega schweren Benutte. Hm. Sowas will ich gar nicht mehr zeigen. Das macht dich richtig kaputt, das Spiel, solche. Ja, aber den Leuten ausweichen. Wenn du jetzt schon bei, wenn du Super Meat Boy deinstalliert hast, dann glaube ich wohl, dass du nicht so geeignet dafür bist. Bei I Wanna Be The Guy bin ich echt nicht mal bei diesen Apfeldingern gekommen. Mhm. Und weiter dahinter bin ich gar nicht mehr. Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Nein, ich sterbe. Das ist doch. Mann. Ich schaff das. Diesmal schaffe ich es nicht. Mal das Rennen-Power-Up-Ding und überrennen alle. Was? Nee, doch. Doch, du hättest den nicht extra verpasst. Aber den hast du ja extra verpasst. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den wirklich nicht extra verpasst. Also ich habe ihn ja nicht extra verpasst, aber dann habe ich geguckt, wow, scheiß drauf. Yeah! Oho, drei Buchstaben, ey! Ja, Mann. Bei Level 2 hatten wir gar keinen. Mhm. Obwohl das S ja eigentlich nur am Baum da stand. Vom Endboss. Hm? Das S. Ja, aber. Ja, was willst du damit, wenn du das sowieso nichts hast? Mhm. Ich frag mich, was für Bonus man so bekommt, wenn man Herkules voll hat. Ein Leben bestimmt nur. Das ist meistens so, dass es nur ein Leben ist. Wenn ich jetzt nur das. Oh. Guck, du hast die Hälfte ungefähr geschafft. Wenn du jetzt auch die Hälfte der Buchstaben hast. Hm. Ich glaube, das wird noch dauern, bis du da bist. Wow. Was ist das denn? Was? Ich weiß nicht. Ist das ganz von vorne? Nee, ich hab Speicherpunkte gehabt. Ich dachte schon. Jetzt verlierst du da kein Leben. Ja. Das Leben verliere, dass ich gegen solche Leute laufe. Eigentlich kann ich die so umschubsen. Ich bin Herkules, Mann.